Seid recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dragon Age Inquisition. Und wie ihr seht, ich bin hier immer noch in der Ödnis, in der fauchenden Ödnis. Natürlich, wir müssen natürlich noch zu Pharrells Grab. Allerdings gibt es hier noch einiges weitere zu finden. Ich hoffe, ich finde das auch, was ich hier noch finden möchte. Wir werden es sehen. Es ist auf jeden Fall eine kleinere Lektüre. Nein, das Mosaik wollte ich eigentlich nicht finden. Sollten wir uns vielleicht ein wenig umsehen? Machen wir, ihr Hübschen, machen wir. Aber da ist schon wieder ein Monster im Weg. Okay, dann zuerst das Monster. So schaut's aus, Blackwall. So schaut's aus. Vielleicht ist auch dieses, was mir da in den Ohren säuselt, durch ein Ping, was ich eigentlich suche. Da war es schon. Lesen. Ein Tagebuch über zwergische Ruinen. Vor einigen Tagen wandte ich mich gerade von einer Statue ab. Da sah ich eine Menschenfrau, die mich anstarrte. Sie reagierte nicht, als ich schrie oder als ich herunterrannte, um meine fallen gelassenen Notizen aufsammelte. Als ich fragte, wer sie sei und wie lange sie schon dort stehe, zitierte sie einige Verse aus dem Gesang, überaus höflich übrigens. Ich bot ihr Wasser an, aber sie schüttelte den Kopf, deutete nach Osten und sagte, gesegnet sind die Starken, denn sie bestehen im Namen des Erbauers. Als ich zurückkehrte, war sie verschwunden. Die arme Frau muss wirr sein. Harmlos zwar, aber ich frage mich wirklich, wie sie sich in dieser Hitze so schnell bewegen kann. Erinnert euch das an etwas, das wir in der letzten Folge entdeckt haben? Scheinbar war Klein Chasi nicht die Einzige, die diese wirre Frau schon mal gesehen hat. So, in dieser Folge würde ich sagen, zu Pharrells Grab. Für dich, mein Freund. Und das. Ja, das hat nicht viel gebracht, aber vielleicht ja der hier. Und der hier. Und danke für alles, was du mir gegeben hast. Scheinbar haben auch andere diese wirre Frau entdeckt. Stillstehen. Und Feuer. Danke für dein Fell. Wunderbar, also Pharrells Grab. Das heißt, ich habe alles geschafft. Lass mal sehen, was ist denn der nächste? Boah, sind alles relativ weit weg. Ja, pass auf, dann teleportiere ich mich mal hier rüber und gehe dann, ohne euch natürlich, erstmal in Richtung Pharrells Grab. Ich werde mir das mal hier markieren auf der Karte. So ungefähr hier muss ich hin. Und würde sagen, bis gleich, ne? Nichts zu berichten, Sir. Wirklich? Warte mal, ich habe doch bestimmt, ich habe Gulbart gefunden. Siehste. Hervorragend. Hast du jetzt was zu berichten? Warte, ich komme. Es gibt Neuigkeiten, die für euch von Belang sein dürften. Ja, dann lass mal aus der Lippe fallen. Setzt mich ins Bild. Das könnte nützlich sein. Und du möchtest, dass ich was mache? Requirierung in der Ödnis? Sonnensalbe. Sonnensalbe ist immer gut. Wow. Okay. Teure Sonnensalbe. Aber gut, damit ihr nicht verbrennt. Inquisitor, ich habe Informationen für euch. Wow. Setzt mich ins Bild. Das solltet ihr euch selbst ansehen. Du willst noch mehr Sonnensalbe? Ist das wirklich dein Ernst? Geologische Studie.
Vulkangold auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall gebe ich hier mein Vulkangold ab. Da laufe ich und laufe ich, nichts Böses ahnend. Und dann komme ich an eine Stelle, an der ich wieder was finden kann. Da bin ich aber doch mal gespannt. Ich höre es ganz leise auf meinem Ohr. Hier kann ich was plündern. Und das könnte es doch eigentlich schon sein, oder? Jawohl. Oh, Notizen in der Ödnis. Wir haben auch noch eine Quest abgeschlossen. Das ist aber schön. Ein Tagebuch über zwergische Ruinen. Ich habe soeben Feyrels Grab im Osten entdeckt. Noch nie in meinem Leben habe ich etwas so Großartiges gesehen. Ich werde keinen Artikel über diesen Ort schreiben, sondern ein ganzes Buch. Mehrere Bücher. Ich werde reich sein und eine ganze Expedition hierher bringen. Und die Universität von Orlais wird mich anflehen, Vorträge zu halten und meine Funde der Kaiserin persönlich beim Abendessen vorzutragen. Ja, aber vorher muss ich mir Zutritt zu Feyrels Grab verschaffen. Die Türen sind verriegelt. Es scheint ein Schlüsselloch zu geben, aber ich habe nirgends in den Ruinen Zeichen von einem Schlüssel gefunden. Auf dem Weg nach draußen sah ich, dass ich einige Knochen auf dem Boden übersehen hatte. Sie waren noch blutig. Zum Glück war die Kreatur, die dort lebt, bei meinem Besuch gerade nicht zu Hause. Da frage ich mich, was dich hier erwischt hat. Weil von dir ist hier keine Spur. Und was ist das da hinten? Ist das noch ein Jägersmann? Das könnte ja noch so ein Jägersmann sein, ne? Oder Frau? Kommt diesen roten Templern nicht zu nahe. Das ist ein übler Haufen. Ja, das weiß ich. Das weiß ich in der Tat. Und ich versuche ihnen nicht zu nahe zu kommen, es sei denn, ich möchte Fallen vor ihren Füßen platzieren. Und da wären wir auch schon bei Feyrel. Warum sage ich eigentlich? Warte, da war was. Das nehme ich noch mit. Vulkangold, danke dafür. Bei Feyrels Grab. Und ich hoffe, dass wir jetzt alles beisammen haben, um dieses Grab zu öffnen. Und vielleicht den letzten Spruch von dem guten Bullen zu hören. Ja, Blackwall hat in meinem Durchlauf jetzt leider nichts zu all dem gesagt. Ich kann mir vorstellen, ich hatte es ja schon mal geschrieben, dass es vielleicht daran liegt, dass wir mittlerweile wissen, dass Blackwall nicht Blackwall, sondern eigentlich Tom Renier ist. Ist nur eine Vermutung von mir, aber vielleicht ist ja da was dran. Ich werde auf jeden Fall mal versuchen, irgendwie in einem anderen meiner Spieldurchläufe mit Blackwall hier in die Ödnis zu gelangen, bevor er preisgibt von sich, dass er eigentlich Tom Renier ist. Und dann, vielleicht gibt es dann ja ein paar Sprüche von ihm. Mal sehen. So, Mosaik nehmen. Ja, danke dafür. Aber wir plündern erstmal. Und bekommen was? Ja, die ist nicht schlecht. Überragende Blitzrune ist drin. Bonus auf Barriereschaden. Aha. Gucken wir mal. Wir nehmen auf jeden Fall alles mit. So eine Rune habe ich noch nie gesehen. Waren die Venatori hinter ihr her? Vermutlich. Gute Arbeit. Ihr habt vorhin gesagt, in diesen Gräbern würde etwas fehlen. Gruben, Pfeilfallen, irgendwas außer einer Tür, das uns auffällt. Die dachten wohl, der Kerl, der hier begraben ist, war so bedeutend, dass niemand wagen würde, sein Grab zu plündern. Dann kannten sie die Leute aber schlecht. Ich weiß, das ist typisch Kunari. Heißt das, die Kunari denken eher so, wie du jetzt gerade denkst? Fallgruben, Stechpalmen und keine Ahnung. Ja, Bulle. Der Bulle hat auf jeden Fall
die ganze Zeit mehr über die Architektur des Ganzen gesprochen. Blackwall soll so ein bisschen mehr über die Geschichte der Ödnis preisgeben. Ist jetzt natürlich schade, dass das Ganze nicht so gekommen ist, wie es gekommen ist. Wie gesagt, wir werden sehen. Jedenfalls hatte der Bulle, der gute, gute Bulle, einen Stufenaufstieg. Hau rein, Bulle. Du schaffst das schon. Wunderbar, dann würde ich sagen, wir sind fertig mit der Ödnis. Und ich bin auch fertig mit der Ödnis. Dann würde ich sagen, geht es jetzt auf den schnellsten Weg zurück zur Himmelsfeste. Und wenn wir dort angekommen sind, melde ich mich einfach mal bei euch zurück. Und in der Truhe ist natürlich eine Sonderlieferung. Was sollte es auch anderes sein? Hallo? Ja, dann holen wir uns mal diese Sonderlieferung. Ich muss ja sowieso alles verkaufen, was ich da an Plunder gesammelt habe oder nicht Plunder. Einiges, was ich in der Truhe verstauen möchte. Etc. pp. Von daher, hinein ins Getümmel. So, Truhe. Erstmal Truhe plündern. Tschakka. Schlagendes Argument erhalten. Okay, was ist ein schlagendes Argument? Eine Waffe. Ah, schön. Konstitution und Rüstungswert. Bei erzielten Treffer Chance, alle Gegner im Umkreis von 8 Metern 4 Sekunden lang zu verhöhnen. Nett, nett. Was ich auf jeden Fall in meine Truhe packen möchte, ist das hier. Die Klinge des Champions. Die kann ich natürlich nicht tragen, aber die könnte so ein Blackwall tragen, wenn er nicht schon eine bessere Waffe hätte. Und, ach komm schon, Blackwall, zeig dich. Ich wollte doch nur mal die Klinge des Champions zeigen. So, die Klinge des Champions. Das hier ist eine Klinge oder eine Klingenform, die man erhält, wenn man, die Geschichte um Corypheus in Dragon Age 2 macht. Spielt man einen Krieger mit Waffe und Schild, dann erhält man dort tatsächlich diese Klinge. Ja, aber sie ist schlechter als das, was Blackwall mit sich trägt. Sturm des Versprechens. Ich glaube nicht, dass das was für Cole ist. Ich glaube, der hat schon bessere Waffen. Cole, wo bist du? Da bist du. Ja, hat er. Ja. Sorry, die geht weg. Aber in diese Waffe könnte ich mal langsam eine, was heißt denn diese? In beide Waffen könnte ich mal langsam eine Rune reinmachen. Das werde ich vielleicht auch tun. Warte, was ist denn da jetzt noch dazu gekommen? Ein Ring. Ausgezeichneter Ring der Trennung. 10% Trennung bei Treffer. Gut. Packe ich vielleicht in meine Truhe. Lass mal gucken, kann ich... Ja. Vielleicht noch ein paar Runen herstellen. Kann ich. Ausgezeichnete Rune des Dämonentöters. Plus 50. Stelle ich her. Gibt auch plus 50. Drachentöter-Rune. Und vielleicht kann ich mir überragend, muss man aber nicht mehr herstellen. Nicht unbedingt. Das reicht erstmal, weil das kann ich tatsächlich bei dem guten Cole mal in die Waffen reinpacken. Guter Cole, zeig mir deine Waffen. Cole, würdest du bitte? Cole will nicht. Ich glaube, ich gehe erstmal verkaufen. Wenn er eine solche Schmiede hat. Ja, freue ich mich auch. Lass mich erstmal den ganzen Plunder verkaufen, den ich hier so habe. So, vielleicht macht es das dem guten Cole leichter, hier aufzutauchen. Cole? So, guter Cole.
Deine Waffen möchte ich jetzt ganz gerne mit Ruten ausfüllen. Guck dir das an. Ja. Und dann hast du noch eine weitere Waffe. Da können wir auch noch eine Rune reintun. Noch Fragen? Ja, das ist der Gesamtschaden, den Coles Waffen jetzt machen. Das ist schon eine Wucht. Das ist schon eine Wucht. Muss man ganz klar sagen. Im Vergleich zu den Stäben stehen völlig außer Vergleich. Völlig, völlig. Egal, ich will nicht mehr meckern. Moment, jetzt habe ich bei dem Gemeckere was vergessen. Und zwar ein paar Dinge noch in meine Truhe abzulegen, die ich in meinem Inventar habe. Das Schlangenargument, komm, machen wir das. Da ist ja die blutige Welle, da warte ich noch ein bisschen mit und Probe des Hüters. Da wollte ich für Blockmaximum. Komm, ich packe jetzt erstmal alles hier rein. Und diese Sachen auch. Und bei Chasi. So, pass auf, bei Chasi. Ich zeige euch mal was. Gut, dann wird das jetzt vielleicht eine Sache des Zeigens von Sachen. So. Wir gehen mal auf die Sachen, die wir nur begrenzt einfach auch wahrnehmen können. Geschicklichkeit von 12, Stärke von 11, Stärke von 12. Alles schön und gut. Magie habe ich mittlerweile von 66. Das ist eigentlich sehr hoch. Zumindest war es in Dragon Age Origins, also wenn du Magie von 66 hattest in Dragon Age Origins oder auch in Dragon Age 2, da bist du nie dran gekommen. Ja, du hattest maximal, also das Maximum, was ich bei einem Magier in Dragon Age 2 tatsächlich an Magie gehabt habe, war 50. Ein Wert von 50. Und damit bist du fast unbesiegbar als Magier. Ja. Und Chasi hat einen Wert von 66 an Magie. Durch die Talente, die ich erhöht habe. Klugheit, ja. Willenskraft von 49. Ist schon okay. Ist okay. Und Konstitution von 14. Es ist kein Wunder, dass die Frau einfach umkippt. Ständig, ja. Selbst meine Magier in Origins oder auch in Dragon Age 2 hatten einen Minimumwert am Ende von 25 Konstitution. Ja, ich weiß nicht, inwiefern das alles so seine Richtigkeit hat. Ich weiß nicht, ob ich das so ordentlich gemacht habe. Bonus auf Blockschaden von 2%, Rüstung durch Ringen 20%, Barriereschaden von 60, vielleicht kann ich da noch ein bisschen was machen, aber kritischer Schaden 61%, gut, die Trefferchance ist von kritischen Schaden liegt bei 11%. Das ist vielleicht ein bisschen wenig. Ja, Schaden, Haupthand, Nebenhand, 85% oder was auch immer. So, und jetzt kommt die Verteidigung. Gegen Magie, minus 44. Wie kann man auf einen Minuswert kommen in einem Spiel? Geht es nicht eigentlich ab 0 irgendwo los? Aber minus? Das verstehe ich nicht. Ich habe doch eine Rüstung. Ja, das verstehe ich nicht. Verstehe ich einfach nicht. Ist egal. Ich muss. Ja, ein Rüstungswert von 273 insgesamt. Ja. Ich weiß, ich würde es verstehen, wenn die da hinschreiben irgendwie. Ja, von 0. Weil ich vergessen habe, irgendetwas gegen Magie in meine Rüstung reinzupacken. Aber minus? Minus? Nein, ich verstehe es nicht. Egal. Egal, ich verstehe es einfach nicht. So, was wollte ich denn jetzt eigentlich ursprünglich noch machen? Ich glaube, ich habe sonst alles gemacht, was ich machen kann. Ich gehe jetzt nochmal zu Hellismar.
Gib dir mal meine Sachen, die ich auch so gesammelt habe. Hellesmar macht dann damit bestimmt irgendetwas Besonderes. Wenn einer von euch weiß, wie ich diese Minuswerte in irgendeiner Form verschönern kann, durch was auch immer, irgendwelche Dinge, die ich irgendwo reinstecken kann, dann, ja, keine Ahnung. Könnt ihr mir das ja mal schreiben, wenn ihr wollt. Naja. So, und mir wurde geschrieben, ich war vielleicht noch nie hier oben, aber ich meine, ich war schon mal hier oben, seitdem wir hier kein Gerüst mehr vor dem Häusle stehen haben. Und wenn hier keine Bücher mehr zu lesen sind, und das sind sie nicht, dann war ich tatsächlich schon mal hier. So schaut's aus. Und dieser Raum ist noch nicht renoviert worden. Da haben wir einen schönen Blick auf den Garten. Und ich weiß, diese Folge hat erst 20 Minuten. Aber, was war das? Was konnte ich da nehmen? Was kann ich denn da nehmen? Was ist das denn hier? Ein Pfeil? Bellanaris din Anhem. Was ist das? Katalogisierung der Himmelsfeste. Elfischer Pfeil mit Inschrift. Ein Pfeil. Natürlich elfisch. Denn wer sonst würde derart penibel etwas schmücken, was dann quasi weggeworfen wird? Ich habe Händler dazu befragt und weiß nun, dass die Inschrift Todmacher oder etwas in der Art bedeutet. Saubere Arbeit. Muss es auch sein, sonst hätte der Pfeil nie so lange seine Form bewahrt. In den Mauern, die ich auf Vordermann bringen soll, sind jede Menge Löcher und Pfeilschüsse. Die Pfeile bleiben scharfkantig, wenn nicht direkt der Stein getroffen wird. Die Männer sollen auf ihre Finger achten. Auf diesem hier ist frisches Blut. Baumeister Gazzi. Wie kann auf so einem Pfeil bitte schön frisches Blut sein? Und das ist definitiv auch wieder ein Novum für mich. Sehr geil. Diesen Pfeil habe ich garantiert, ganz sicher, nie gefunden hier. Noch nie. Wie viele Spieldurchläufe habe ich jetzt mittlerweile? Einige. Aber das ist gut. Das ist wirklich, wirklich gut. Herrlich. Herrlich. Lass mal gucken, ob wir noch mehr finden, was man hier so entdecken könnte. Ich befürchte, ich muss jetzt gleich einfach in den Garten hineinspringen und werde mir gleich dabei den Knöchel oder so verstauchen. Allihopp. Und wenn wir schon mal im Garten sind, komm, dann hol dir mal die Pflänzchen. Das hätte ich sonst wahrscheinlich auch vergessen. Sehr geil, sehr, sehr geil. Okay, war das vielleicht der Grund, warum du mich hier nochmal hingeschickt hast? Das könnte natürlich sein. Da, wenn ja, dann danke dafür. Wunderbar. Schön. Ja, und da stehen sie alle. So, ich würde sagen, ich mache jetzt hier tatsächlich einen Schnitt. Ich weiß, die Folge hat noch nicht ganz eine halbe Stunde. Es ist auch egal. In der nächsten Folge werden wir ins Frostgipfelsenke hineingehen und schauen, was uns da so alles erwartet. Von daher bedanke ich mich jetzt recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Bleibt sauber und vor allen Dingen gesund. Und bis zur nächsten Folge, wenn ihr denn so wollt. Tschüss!